Das TT Artisans 35mm f0.95. Wie gut ist das Objektiv? Ich habe es mal getestet. In diesem Video gibt es ein kleines Video dazu. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Bei mir findet ihr Fotografie, Tipps und Tricks, aber Informationen zur Kameratechnik und die Geschichte hinter den Bildern. Wie eigentlich schon gesagt, geht es mir heute mal um das neue 35mm f0.95 aus dem Hause TT Artisan. Die Leute von TT Artisan haben mir das Objektiv kostenlos zur Verfügung gestellt. Nichtsdestotrotz gibt es hier natürlich ein objektives Review. Und da würde ich sagen, fangen wir immer an mit der Optik und der Haptik. Und wir haben ja hier ein kleines, günstiges, manuelles Objektiv. Und davon gibt es ja etliche auf dem Markt. Und wenn wir uns mal andere angucken, beispielsweise hier das Pergear, was ist es? Das 35mm f1.6, dann sind die alle relativ gleich. Ja, unscheinbar schwarz mit ein bisschen Schrift drauf und das war's. TT Artisan ist hier mal einen anderen Weg gegangen und hat tatsächlich, wie ich finde, ein optisch sehr, sehr schönes Objektiv hier auf die Beine gestellt und alleine das gibt schon mal einen richtig schönen Pluspunkt, weil es wirkt einfach schön. Natürlich würde es jetzt an einer Vintage aussehenden Kamera, wie beispielsweise den Fujis, noch mal besser aussehen als an der Sony. Unterm Strich ist das aber eigentlich auch völlig egal. Nichtsdestotrotz freut es mich, dass TT Artisan hier mal ein wirklich schönes Objektiv gemacht hat. Ansonsten, es ist komplett aus Metall gearbeitet, es fühlt sich sehr wertig an, es fühlt sich wirklich gut verarbeitet an. Alles, was man hier bewegt, das hat einen ordentlichen Druck dahinter, dass man jetzt nicht denkt, okay, da wackelt irgendwas oder wie oder sowas. Wir haben ein rein manuelles Objektiv, sprich, wir haben hier keine elektronischen Kontakte dran. Es muss alles am Objektiv eingestellt werden, sprich der Fokus und die Blende. Damit sind wir dann auch schon in die Bedienung reingerutscht und da haben wir natürlich dann für Fokus und Blende jeweils einen Ring. Der Blendenring hat Klicks. Gefällt mir nach wie vor immer noch sehr, sehr gut. Circa eine Viertelumdrehung von Blende 0.95 bis Blende 16. Der Fokusring, jetzt ist es hier abgegangen, der Fokusring hat ein bisschen über eine Viertelumdrehung, würde ich jetzt mal ganz spontan schätzen. Und da haben wir hier die Naheinstellgrenze mit 35 cm. Das ist nicht viel, zeige ich euch dann bei den Beispielen nochmal, beziehungsweise werden wir nachher nochmal drauf eingehen, bis hin zu, ja, ich sag mal so 1-2 Meter, relativ üppig. Und dann hinten raus der letzte Zentimeter ist für den Bereich bis nach unendlich. In Summe die Bedienung sehr, sehr schön, sehr angenehm. Fokussieren lässt sich super. Blendenring ist sowieso toll. Ein bisschen voneinander abgesetzt sind sie, weil wir haben beim Blendenring so eine kleineren Einkerbungen, beim Fokusring größere Einkerbungen. Damit lässt sich auf der einen Seite sehr schön arbeiten, auf der anderen Seite ist es damit auch sehr schön separiert. Was auch nochmal ein bisschen anders ist im Vergleich zu sonstigen Objektiven, das ist hier vorne der Objektivschutzdeckel. Normalerweise ist der ja mit so Klicks versehen, in dem Fall ist es einer zum Schrauben und genau das ist auch der Punkt. Er ist jetzt einfach runtergefallen, kann euch draußen genauso passieren, wenn ihr im falschen Moment umgreifen wollt oder sowas. Ja, gefällt mir jetzt nicht so gut, aber ist halt auch mal was anderes. Was fehlt, ist eine Gegenlichtblende als solches. Und ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal dieses riesen Frontelement. Was schön ist bei diesen Objektiven, man kann sich immer die Bewegung der Blende mal so richtig schön mit anschauen. Ich hoffe, ihr seht das jetzt auch so ein bisschen. Jetzt haben wir hinten nur so ein ganz, ganz kleines Loch. Und zack, ist es ein großes Loch. Ja? Sowas ist schön, dass man das bei diesen Objektiven einfach mal wirklich physisch sehen kann und nicht wie bei den kleineren Objektiven dann einfach nur raten muss, wie das Ganze denn aussieht. Packt das Ganze mal noch an die Sony Alpha 6400 ran. Das ist die Kamera, mit der ich es getestet habe. Und da seht ihr, das ist eine kleine, kompakte Kombi. Sieht gut aus, macht was her. Ob es gute Bilder macht, das sehen wir jetzt, denn jetzt zeige ich euch ein paar Beispielbilder, die ich in den letzten Tagen und Wochen mit diesem Objektiv gemacht habe. Viel Spaß!
Das waren die Beispielbilder. Was ist denn eure Meinung zu dem Objektiv? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare, können wir uns gerne mal drüber austauschen. Ich persönlich muss sagen, bei Offenblende, sprich bei f0.95, ist das Bild sehr weich. Sowohl im Zentrum, zu den Rändern hin nochmal eine ganze Ecke mehr, aber halt auch im Zentrum ist es sehr weich, was nicht zwingend was Verkehrtes sein muss, weil f0.95 wird man im Normalfall seltenst brauchen und wenn, dann wird es in aller Regel ein Portrait-Shooting sein und da ist so ein bisschen Weichheit gar nicht so verkehrt manchmal. Sieht man dann die ganzen Unreinheiten, die kleinen in der Haut und sowas, sieht man dann nicht so. Deswegen ist das gar nicht so verkehrt, wenn das hier ein bisschen weicher ist. Blendet man dann ab, wird das Zentrum sehr, sehr schön scharf. Am Anfang gibt es aber noch trotzdem noch ein bisschen Abfall hin zum Rand. Der ist dann erst ungefähr ab Blende 8 verschwunden, dass man sagt, der Rand hält das ein bisschen. Abfall gibt es aber trotz alledem. Das Bokeh ist sehr schön, sehr butterweich. Das kriegt man super hin. Blende 0.95 klappt das auf jeden Fall. Aber mit entsprechenden Abständen zum Hintergrund kriegt man das auch mit geschlosseneren Blenden gut hin. Was auch sehr dolle sichtbar ist, aber nicht so schön, das sind chromatische Aberrationen. Bei f0.95 haben wir die sehr, sehr stark drinne, auch wenn jetzt nicht so ein direktes Licht ist. Ich hatte es beispielsweise bei einer Statue, die gegen den zugezogenen Himmel fotografiert wurde, hat man richtig schönen Rand außenrum. Hier und da hat man es auch mal bei wirklich indirekter Beleuchtung, dann ist aber nur ein ganz dezentes Grünes, das fällt nicht weiter auf. Haben trotzdem noch eine leichte Verzeichnung, auch wenn es ein 35 mm Objektiv ist und in Summe ist die Bildqualität aber trotzdem in Ordnung. Offenblende sehr soft, wird dann hinten raus besser im Zentrum, am Anfang am Rand eher schlecht, wird dann hin bis zu, ich sage mal, gut. Und was auch noch schön ist, hatte ich vorhin schon mal kurz gesagt, die Naheinstellgrenze 35 cm, das ist bei einem 35 mm an APS-C sehr, sehr nah. Also wirklich sehr, sehr nah. Gehen sehr tolle Aufnahmen. Hatte ich wieder mal das Bachdenkmal. Das hatte ich ja schon beim 4 mm Objektiv reingenommen. Das kleine Bachdenkmal vor der kleinen Thomaskirche. Damit ist natürlich ordentlich was möglich. Also das ist einfach schön, dass man hier so ein variabel einsetzbares Objektiv hat. Nicht nur von der Brennweite, sondern eben halt auch von der Naheinstellgrenze. Und wenn wir jetzt hier schon richtig ins Fazit reinrutschen, fangen wir damit auch offiziell an. Preis liegt bei 260 Euro. In Summe gutes, solides Objektiv, schön verarbeitet, optisch schön anzuschauen. Rein von der Bildqualität hatte ich gerade schon mal gesagt. Im Zentrum okay bis gut, zum Teil sehr gut, je nachdem wie man es hinkriegt. An den Rändern schlecht bis gut. Also es ist viel möglich mit 35 mm für einen Anfänger, ist super viel möglich. Man kann viel machen. Durch die Naheinsteckgrenze ist man super variabel einsetzbar. Also das ist ein Objektiv, was für Einsteiger in die Fotografie, die sich eine erste Festbrennweite holen möchten, definitiv sehr, sehr gut geeignet ist. Es gibt andere Objektive, die haben eine bessere Schärfe, finde ich persönlich. Beispielsweise halt, jetzt bohren die Nachbarn. Beispielsweise halt das Pergier, was ich hier gerade schon mal gezeigt hatte, gibt es auch ein Review auf meinem Kanal. Oder das 28 mm Mikey ist eigentlich mein persönlicher Favorit, fühlt sich dagegen aber an wie so ein kleines Billigobjektiv. 260 Euro finde ich persönlich einen Tick zu viel, 200 oder 220 hätten es an der Stelle vielleicht auch getan. Aber das kommt dann sicherlich mit den Aktionen. Was ist eure Meinung zum Objektiv? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare, können wir uns gerne mal drüber austauschen. Ich wäre mit dem Video dann am Ende. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Über ein Abo würde ich mich auch riesig freuen. Bis zum nächsten Mal.